Hallo, ich bin Inja, ich bin 16 Jahre alt und ich bin gerade in Auckland, in Neuseeland. Ich bin im Juli angekommen und ich fahre im Dezember wieder, also ich bleibe hier für 5 Monate. Ja, in diesem Video möchte ich euch erzählen, wie meine Orientierungstage abgelaufen sind, was das überhaupt ist, was wir gemacht haben und wie es mir gefallen hat. Also die Orientierungstage waren zweigeteilt, also wir hatten 2 Orientierungstage, den ersten in der letzten Ferienwoche und den zweiten in der ersten Schulwoche nach den Ferien. Das waren wie gesagt 2 Tage, jeweils von 9 bis 3 Uhr, also wir haben dann 6 Stunden in der Schule verbracht, wir haben da Mittagessen bekommen, hatten eine Mittagspause. Am ersten Tag haben wir uns kennengelernt, also untereinander, unter den Internationals, sind die Schulregeln nochmal durchgegangen, obwohl wir die natürlich alle vorher gelesen haben, haben ein paar Tipps für die Gastfamilie bekommen, beziehungsweise generell für das Leben als International Students, wie man sich so verhalten soll, wie man Respekt zeigt, sowas alle. Ja, im Prinzip sollen wir uns einfach einbringen und offen und freundlich sein, jede Gelegenheit ergreifen, die wir können, einfach um die besten Erfahrungen hier zu machen. Dann haben wir noch eine Rundtour durch die Schule gemacht. Wir haben auch eine Karte zur Hand bekommen. Ich war ein bisschen verwirrt von der Karte. Und das Gelände von der Avondale-Schule, also vom Avondale College, das ist meine Schule, ist einfach riesig. Deshalb war ich mir sehr sicher, dass ich mich verlaufen werde. Vor allem, weil meine Schule in Deutschland nicht mal halb so groß ist. Das Avondale College hat so 3000 Schüler. Die haben ein sehr großes Gelände. Am Ende haben wir noch unsere Fächer gewählt. Wir durften 5 Fächer wählen und wir hatten tatsächlich auch kein Pflichtfach. Also die Kiwi-Students, die Schüler, die hier normalerweise hingehen, die auch aus Neuseeland kommen, die müssen in der 12. Klasse, also in die Klasse, in die ich gehe, müssen die Englisch dazu wählen, müssen die Englisch wählen als Pflichtfach. Aber wir als Internationals hatten da keine Vorgaben, zumindest nicht von der Schule. Wenn man von zu Hause aus oder von seinem Heimatland Vorgaben bekommen hat, dann muss man die natürlich auswählen. Meine Gastschwester zum Beispiel konnte sich noch nur 1 von 5 Fächern aussuchen. Die anderen waren halt von ihrer Schule vorgegeben. Also ich habe viele Menschen kennengelernt. Die Internationals wurden in 3 Gruppen eingeteilt, weil es einfach so unglaublich viele dieses Jahr sind. Wir sind so um die 80 International Students insgesamt. Und in meiner Gruppe an diesem Tag waren es so 20, 25 Menschen. Ich habe nicht mit allen geredet. Es war sehr interessant, mit so vielen Menschen zu sprechen. Auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Am zweiten Tag ging dann die Fächerauswahl weiter, weil wir am ersten Tag nicht fertig geworden sind. Man musste sich da bei der Fächerauswahl erstmal keinen Stress machen. Wir konnten die später noch ändern, falls wir in ein Fach gegangen sind und uns das gar nicht gefallen hat, da konnten wir das im Nachhinein noch ändern. Ja, aber das ist nicht zu empfehlen. Man sollte sich schon vorher Gedanken machen, nicht, dass man 5 Fächer gewählt hat und die einem alle nicht gefallen. Nachher sind halt auch keine freien Plätze mehr in irgendeinem Fach frei. Muss man sich vorher Gedanken machen. Sonst ging es eigentlich am zweiten Tag nur um unsere Uniform. Die sind wir dann nacheinander kaufen gegangen. Da haben wir die dann direkt bezahlt in einem College-Shop. Das hat ein bisschen lange gedauert. Wir saßen tatsächlich einfach 4 Stunden einfach da. Es war etwas langweilig, aber man konnte sich mit den anderen Internationals unterhalten. Man hatte mehr Zeit, sich kennenzulernen. Man konnte die Betreuer oder die zuständigen Menschen, Erwachsenen vor Ort dann fragen, wenn man irgendwelche Fragen hatte. Die Zeit war da. Und in der Mittagspause oder kurz vor der Mittagspause sind da so eine Gruppe von Schulbetreuern in der Art oder Schülerbetreuern reingekommen und haben sich vorgestellt. Das ist einfach eine Gruppe von 12-Klässlern, die dafür verantwortlich sind, dass Menschen sich in der Schule zurechtfinden, halt vor allem wir Internationals, damit wir uns wohlfühlen. Falls wir irgendwelche Probleme haben, können wir mit denen sprechen, wenn wir nicht mit den Lehrern sprechen wollen. Ja, also einfach unsere Ansprechpersonen im Prinzip. Die Schule an sich wirkt sehr modern auf den ersten Blick. Das Gebäude ist sehr schick, sehr groß, sehr großes Gelände. Ich mag die Klassenräume, die haben sehr viele Fenster. Jedes einzelne Klassenzimmer hat eine Lüftung. Ja, und die Menschen vor Ort kümmern sich gut um uns. Wie gesagt, wir haben eine ganze Abteilung nur für International Students mit 4 Menschen. An die können wir uns dann jederzeit wenden, wenn wir Fragen haben. Oder bei Problemen können wir uns auch an sie wenden.
Das war mein Bericht von meinen Orientierungstagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch interessiert. Ich würde vorschlagen, dass ihr einfach selber ein Auslandsjahr macht. Dann könnt ihr diese ganzen tollen Erfahrungen auch machen. Sonst könnt ihr euch noch auf diesem Kanal umgucken. Könnt ihr natürlich abonnieren, damit ihr nichts weiteres verpasst. Sonst könnt ihr noch auf Instagram oder auf TikTok vorbeigucken. Da gibt es auch ganz viele spannende Videos. Tschüss!